Heute um 18.30 Uhr endete sein Traum vom Leben in Deutschland nach 11 Jahren hier in Brandenburg. William Ikor hat das Land freiwillig verlassen. So heißt das offiziell, was so aber nicht ganz stimmt. Richtig ist, wenn er nicht freiwillig gegangen wäre, dann wäre er wohl festgenommen und abgeschoben worden. Vom Flüchtlingsrat gibt es deshalb scharfe Kritik. Wir haben William Ikor heute an seinem letzten Tag noch einmal getroffen. Schwer fällt es ihm, seine Sachen zu packen. William Ikor will unbedingt in Rathenow bleiben. Alles hat er dafür unternommen. Doch er muss Deutschland heute verlassen. William Ikor redet nicht mit uns. Er will nichts Falsches sagen in seinem Groll. Im Januar schon sollte er nach Kamerun zurück. Der 38-Jährige hatte kein Bleiberecht bekommen. Verzweifelt bat er um Kirchenasyl. Die evangelische Gemeinde Rathenow gewährte es ihm. Sie wollte William Ikor davor bewahren, dass er in sein Heimatland zurück muss, aus dem er vor 11 Jahren als Mitglied der Oppositionspartei geflohen war. Pfarrer Schöne informierte das Landratsamt über William Ikors offenes Kirchenasyl. Trotzdem schrieb ihn die Ausländerbehörde des Landkreises zur Fahndung aus. Das ist für mich absolut unverständlich, weil wir uns ja gleich gemeldet haben, nachdem wir beschlossen hatten, wir setzen uns für ihn ein. Damit war seine Adresse bekannt, er war jederzeit erreichbar. Das Landratsamt wollte dazu keine Stellung nehmen. Der Fall wäre abgeschlossen, außerdem sei keine offizielle Adresse von William Ikor bekannt gewesen. Ein Schreiben des Landkreises Havelland vom 14. März beweist aber das Gegenteil. Sollte sich Herr Ikor noch in den Räumlichkeiten Ihrer Kirchengemeinde aufhalten, sehe ich mich veranlasst, Herrn Ikor festnehmen zu lassen. Dass nach William Ikor gefahndet wurde, schmälerte nach Ansicht der Kirche dessen Chancen, doch in Brandenburg bleiben zu können. Vor der Härtefallkommission des Landes als letzte Einspruchsinstanz gilt die Fahndungsausschreibung als Ablehnungsgrund. Dieser Aspekt spielt eine Rolle, aber nicht die alleinige. Ich kann zu den Beratungen und Begründungen der Härtefallkommission hier keine Auskunft geben. Das ist ständige Praxis, dass wir das nicht tun. Hier sind Persönlichkeits- und sonstige Rechte auch betroffen. Da die Härtefallkommission William Ikors Einspruch zweimal behandelte, kann man davon ausgehen, dass andere Gründe zählten, William Ikor keinen Anspruch auf Asyl in Deutschland zu gewähren. Ist keine Brandenburger Entscheidung. Asylrecht ist Bundesrecht. Er hat auch keine Möglichkeit, einen dauerhaften Aufenthaltstitel zu erreichen in Deutschland. Das ist schwierig für den Betreffenden, keine Frage. Aber wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, steht am Ende dann eben auch die Ausweisungsverfügung. William Ikor hat große Angst davor, nach Kamerun zurückzukehren. Als Oppositioneller fürchtet er Racheakte des korrupten Regimes.